sind die Gänge. Okay, die Pulse sind an. Super, kräftige Arme und ein bisschen Energie. Lecker. Katie, was ist deine Idee? Meine Idee war, wir ziehen uns Bikini, Badehose an und hüpfen da ins Meer, damit wir uns frisch machen. Ja, wir sind ein paar Tage ungeduscht. Ich fühle mich auch ungeduscht. Ich brauche schon Erfrischung, aber es ist schon echt frisch. Erfrischung müsste ich nicht machen. Zu warm habe ich es nicht, muss ich sagen. Nee. Aber ich glaube, danach fühlen wir uns richtig gut. Gut durchblutet und frisch und das Leckere ins Bett gehen, denke ich. Genau, lass uns was Gutes tun für die Durchblutung, erfrischen und dann schmeckt das Essen danach auch umso besser. Ja, okay, let's go. Sind die Gänge da? Okay, die Punches sind da an. Vamos, alle Playa. Du denkst? Ich denke, je kälter es draußen ist, umso weniger kalt wird uns das Wasser vorkommen. Ja, das Wasser kommt da gleich warm vor. Herrlich. Da gehen wir runter. Da gibt es noch ein kleines Strändchen. Wie tief ist es? Sehr tief. Ist auch ein schönes Bad, ne? Wenn es nicht so kalt wäre, die Farbe sieht schön aus. Ist nicht so wild wie das Wasser da. Zieh dich schnell an. Ich bin rein. Bademantel. Sieht zwar aus wie in der Karibik. Ist leider nicht so warm. Aber oh, es tut schon gut. Ich merke, wie mein Körper Hitze produziert. Da oben gibt es noch zwei Süßwasserhahnen, haben wir gesehen. So eine Art Quelle. Und da spülen wir jetzt unser Gesicht noch und dann sind wir wieder ganz schön frisch. Ja, manchmal muss man einfach Sachen machen. Und ich fühle mich jetzt die gut. Welle hier sind Hammer. Immer verrückt, finde ich. Bei Flut könnten wir hier gar nicht laufen, da würden wir hier ums Leben kommen wahrscheinlich, weil die Wellen uns an die Felsen klatschen und jetzt baden wir hier gemütlich. Naja, ums Leben kommen, das finde ich ja arg negative Gedanken. Ah, okay, aber wir würden nicht so entspannt hier stehen. Nee, genau, wir würden nicht so entspannt hier stehen bei Flut. Nee. Das stimmt. Ja. Dann gehen wir mal. Deswegen machen wir das ja auch bei Ebbe, ne? Es kann sein, ja, dass es da eine richtige Dusche gibt jetzt. Ja, das können wir vielleicht machen. Ja. Da steht Lowy übrigens. Da sind wir die Treppe runter. Da gibt es noch einen anderen Strand. Es ist sau schön hier. Hallo, willkommen in Galicien. Frisch, das auf jeden Fall. Und natürlich ohne Shampoo geduscht, aber ich fühle mich tausendmal besser als davor. Trotzdem, ne? Man braucht nicht immer Shampoo. Nee.
ab in den warmen Bus. Ja, weil da kommt, glaube ich, Regen, da wird es dunkel. Ein guten Morgen von mir. Hier standen wir heute Nacht. Ja, da fahren die Autos vorbei. Nicht der schönste Platz, aber es gibt schlechtere. Wir haben gut geschlafen. Kate schreibt ihr Tagebuch und ich mache mich mal auf den Weg zum Bäcker. Der Bäcker musste irgendwie 1,5 Kilometer da in der Richtung sein. Und in so einem Fall haben wir dann kein Fahrrad, aber ein Skateboard. So, da ist schon der Supermarkt. Let's go. Ich habe meinen Einkauf und jetzt geht's in die Straße hinunter. Zurück zu Kate, die wird sich freuen auf Frühstück. Schnell zurück. Ja, es war aber nicht so super, weil du musst nur da kurz hoch und wieder runter. Ah, ja, dann. Die Straße war aber nass, es war schon nicht so einfach zum Skater. Aber hat's aber geklappt? Hat geklappt. Bist du nicht gefahren? Nee. Sehr gut. Und du hast die Sonne mitgebracht. Die Sonne haben wir mitgebracht, ja. Hammer. Oh, schön. Yes. Frühstück. Frühstück. Endlich. With the moves, don't wanna meditate, girl, but you, it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate, you know. Our togetherness, both mind and flesh, only we know. Richtig Spaß gemacht. Ich habe mich wie auf den Bahamas gefühlt. Oder ich war da noch nie, ich weiß nicht, wie es sich da anfühlt, aber das türkisblaue Wasser davor, den Sandbank und so, also das ist so ein Landzunge und da strömt es raus, da drum auf offener Meer. Aha. Und das ist halt so schön, wenn man da über den Wasser folgt und man sieht den Foil und oh, herrlich. Das macht Spaß. Schön. Ist auch lang her, ne? Das du Wingen warst. Wingen war wieder. Oder wir. Ja. Dann alles wieder abbauen, ha? Ja. Das gehört ja, halt auch dazu. Ja. Nicht nur der Spaß. Was brauchst du alles zum Wingen? Wing hier wird einfach mit Luftpumpe aufgepumpt. Ja. Das heißt Luftpumpe. Luftpumpe auch, genau, Luftpumpe. Ein Leash ist an der Wing, aber ist oft dabei. Damit man den nicht verliert. Und ein Brett mit einem Foilaufnahme, also zum Wingen und ein Foil dann lediglich. Ja. Und man braucht ein paar kräftige Arme und ein bisschen Energie, damit okay. man auch wirklich Spaß hat. Ah, und dann hat man ein relativ kleines Päckchen. Pumpe, kannst du die Pumpe mit zurücknehmen? Ja, mache ich. Und so stehen wir hier geparkt, direkt an der Straße. Aber direkt hier am Spot, richtig schön und alles richtig schön sauber. Steine am Boden. Hä?
Was sagst du? Danke. Ist ein Problem? Ich habe kurz die Schublade nicht rausbekommen. Hätte ich für dich die Schublade rausziehen sollen? Oder? Das hat jetzt doch geklappt. Ah, gut. Gibt doch noch ein paar Kräfte da. Ja. Alles wieder auf seinem Platz. Claro. Gut. So, fertig. Was wird heute gekocht, Kate? Die Reste von meinem Bocadillo heute Mittag, das heißt so ein großes Sandwich, hatte ich mit Calamares. Hatte ich noch nie gehört, dass es das gibt. Ja, da waren einfach so Tintenfischringe dann auf dem Brötchen. Und der Rest davon brate ich jetzt an, nochmal schön. Das Brot, wo es drauf lag, wird auch noch angeröstet und dann einfach ein Salat dazu. Mhm. Und das Brot mit Knoblauchcreme. Hammer. Frische Calamares aus dem Hafen. Ja, die schmecken auch echt von Lachse, echt, echt, ne? Lecker hier. Ja. Aus Lachse, ja. Ja. Also das Stadtlachse, kein Lachsfisch, sondern die Stadtlachse. Genau. Ja, lassen wir es uns gut gehen. Ja. So sieht das Endergebnis aus. Ich finde, es sieht lecker aus so für die Schnelle. Hammer, danke dir. Lass dir schmecken. Guten. Kai macht sich ready. Wo geht's hin? We made it! To Santiago de Compostela! Langer also, Marsch hinter uns. Ne? Genau, für uns war es kein Marsch der Erleichterung oder Selbstfindung, aber wir sind so quasi hingesurft, würde ich mal sagen. Stimmt. Ja, jetzt, ich war noch nie hier. Jetzt ich schauen auch nicht. Die Stadt mal an. Ja, bin gespannt, was zu sehen gibt. Ja, let's go. Wir stehen hier außerhalb, bisschen geparkt, müssen so 20 Minuten reinlaufen in die Stadt. Dafür stehen wir auf so einem bewachten Parkplatz. Das ist immer besser, wenn man so ein volles Auto hat mit lauter Surfbrettern oben drauf. Die Bretter schließe ich trotzdem ab. Ja, genau, dass man sie nicht vom Dach holen kann. Ja, und dann laufen wir mal die 20 Kilometer rein. 20 Kilometer! 20 Kilometer willst du laufen? 20. Wie weit ist es eigentlich rein? 20 Minuten! Ah, okay. Wie ihr sehen könnt, sind wir warm angezogen. Pulli, Jacke, Mütze, Schuhe sogar. Ja, es ist frisch. Ja. Das ist echt nicht wirklich Sommer. Hey, suchen wir einen Kaffee auf? Oh ja, ich liebe ihn. Gerne. Let's go. You mine.
Ja. Wir haben nur einen Kaffee bestellt und kriegen dann noch sowas dazu. Omelette? Ja. Richtig lecker. Oh. Herrlich. Zurück zum Auto. Okay. Durch den Regen, durch die schmale Gassen von Santiago. Ich glaube, wenn ich die Spitzen. Genau. Zurück! Zurück, geschafft! War schön, war richtig schön. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben uns schnell in den Bus gesetzt. Da kam mal wieder ein Regenfront. Also das hat sich gelohnt, auch wenn wir der Weg nicht reingelaufen sind. Oder ja. Wenn wir uns vielleicht nicht so verdient haben wie andere. War sehr schön, richtig schön. Kann man empfehlen, wenn ihr da mal in der Ecke seid. Richtig süßes, schönes altes Städtchen. Viele Bars und Restaurants, kann man lecker essen, gut trinken. Und einfach schöner Flair. Genau. Hier kann man richtig die spanische Kultur auch aufsaugen. Ja, und auf jeden Fall. Miterleben. Mhm. Und schmecken. Schmecken. Ja. Also könnt ihr ruhig machen, wenn ihr da seid. Ja. Richtig herbstlich jetzt hier auch zu sehen an den Bäumen. Die verlieren hier alle ihre Blätter. Zwar wunderschön, Farben, Prachtfarben. Mhm. Ja. Am Meer hatten wir nie so Laubbäume. Nee. Jetzt bisher, da hat man nie das Gefühl gehabt, es ist Herbst. Nee. Jetzt hier schon, da gibt es mehr Laubbäume. Und da hat man doch gemerkt, ah ja, es ist Herbst. Genau, wie schön das auch ist. Was nicht so schön ist, ist einfach die Kälte. Also es ist schon echt und die so Kälte und das Nass. Nässe. Die Nässe, nichts trocknet. Ja, wollte ich auch sagen. Ne? Ja, nichts trocknet. Die Nähe sind eisnass. Eislass. Eiskalt und nass, wollte ich sagen. Und da macht es einfach das Campen im kleinen Bus ein bisschen weniger Spaß. Und deshalb geht's in den Süden. Und ziemlich schnell in den Süden. Das heißt, wir fahren von hier in einem Stück durch an der Südküste Spaniens. Wir lassen Portugal aus. Wir waren schon ein paar Mal dort, kennen das gut. Und da wird das Wetter auch nicht viel besser sein. Nee, genau. Westküste ist überall frischer. Oder man musste da in den Süden fahren. Aber wir haben beschlossen, nee. Wir bleiben in Spanien, Südspanien, und da freuen wir uns drauf. Wir machen es bereit für eine lustige Fahrt. Ja, genau. Und dann kann hoffentlich der Bikini-Ball wieder ausgewählt werden. Ja, und ihr seid natürlich auch einfach wieder mit dabei. Also, ihr könnt euch freuen. Ja. Bis dahin. Bis dann. Tag. Tschüss.